Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LR22 auf der schönen Nordarmarsch. Jo. Ich brauche einen Träger. Aber hier ist keiner drin. Kidoki. So. Wie sieht das hier einmal kurz? Das ist alles eingestellt. Hervorragend. Dann holen wir einen Anhänger. Wir brauchen was zum Abtanken. Ich denke mal, da reicht auch der Lütte hier. Also übrigens, Benzin ist noch leer, ne? Das steht da hinten in der Ecke. Den hast du ja ganz toll dahin gebaut. Schnuffelduffel. Mal sehen, ob wir den da so rauskriegen. Aber ich denke... Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren... Anhänger hier. So, ja, ich sagte ja, was in der letzten Folge so dabei war. Der war auf jeden Fall dabei. Der war dabei. Hat er mir das nicht gerade angezeigt? Muss ich noch weiter zurück? Ach, verdammt. Ich hätte jetzt die Mods ja noch rauf. Ich bin ja gleich rübergesprungen. Und eigentlich wollte ich mir ja noch was an Mods rauf machen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Den mal ein Stück vorziehen? Ist doch Schläuche ran, oder fand ich? Ah, siehst, sonst läuft die Kurve nämlich nicht. Ja, fahr mal ruhig da raus, das hat ja gut geklappt. Jo, auf hier geht's mit unserem wunderschönen Glas. Ich muss echt sehen, dass ich hier mit... Ich habe mich schon wieder verfahren. Ich kenne unseren Hof noch nicht, Leute. Ja, so, hier geht's lang, würde ich sagen. Ja, man sieht es auch schon. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Auf der Alma Missouri. Ich will die jetzt nicht ganz schlecht reden, um Gottes Willen. Nein. Ihr kennt meine Einstellung dazu. Jeder, der eine Map macht, auch wenn die noch so schlecht ist, trotzdem... Ist das cool. Man muss ja anfangen, man muss ja aus seinen Fehlern lernen und hätte man den angeschrieben, wäre es cool. Aber wenn ihr es mal seht, alleine die Kühe, wenn ich mir das hier so angucke, wie die sich hier bewegen, geschmeidig und cool und ganz normal. Und auf der Alma Missouri war das so, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt während der Aufnahmen im Video, ob man das sehen kann. Übrigens, ich habe zu den Better Contracts habe ich noch Kalkaufträge mit aufgenommen und da ist die Ausfahrt, Schnuffel. Und Kalkaufträge und Walzen. Ja, auch, ich weiß, Walzen ist nicht kontra, ist ein bisschen, ist nicht wirtschaftlich hier auf der Map. Alles gut, möchte ich nur trotzdem mitmachen, weil es irgendwie dazugehört. Bei Mais Plus habe ich auch gesehen, dass wenn man Felder hat, also sag mal schnell Getreide, Graswiesen, dann steht da ja doch auch mal, dass gepflügt werden muss. Aber du pflügst ja kein Gras. Da wusste ich nicht, dass die jetzt auch Pflüge für Graswiesen haben, damit dieser Aspekt weg ist. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Es gibt dann ja auch noch diese... Soll ich hier bleiben oder soll ich lieber an den Rand fahren? Ach, bleib hier. Das kriegen wir schon hin, sonst fährst du nachher um. Genau. Ja, und Walzen. Und da weiß ich dann halt auch extra Walzen. Da weiß ich halt auch nicht genau, ob das was bringt. Was das bringt, keine Ahnung. Aber, nichtsdestotrotz... gibt es sowas? Mal gucken. Also, wie gesagt, ne? Also ich nehme schon eure Kommentare zu Herzen. So ist das nicht, aber halt so einige Sachen, da ist es mir dann egal, was das im Spiel bringt oder nicht. Weil ich finde halt, Walzen in der Realität bringt es was. Ich spiele ja hier mehr so diesen Mix aus ein bisschen Realismus mit ein bisschen casual lastig und so. Also es ist schon... Ich denke, ganz okay.
Es ist schon ganz okay. Sollte es dann, aber ich glaube, ich kriege doch. Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich Ärger kriege. Warte, ich fahre mal kurz den hier weg. %37. Boah, besser als nichts, ne? Mal sehen, was wir an Kohle kriegen. Mal sehen, was wir an Kohle kriegen. Wow, ja, jetzt kommt natürlich der super tolle Windrad hier. Na, das Feld ist ja nicht so groß. Aber wir müssen, ja, guck mal, das große Problem fängt schon an. Wir haben zwar einen tiefen Lockerer, da können wir Dinge tun. Wir müssen aber auf jeden Fall hier Lohnaufträge machen, weil wir brauchen ja noch eine Drille. Wir müssen ja noch irgendwie das Zeug in die Erde kriegen, ne? Ich glaube, Mulchen wäre auch nicht schlecht, weil der bringt ja auch noch ein bisschen was, aber ja, um auf die 100% Ertrag tatsächlich zu kommen, ne? Jetzt kannst du auch vorbeifahren. Ja gut, den Anhänger werden wir nicht voll kriegen, aber wir kriegen schon mal ein paar Pinunzens rein. Wenn wir gleich mal gucken, wo wir das am besten verkaufen können. Ich weiß, das ist Weizen, auf dem anderen Feld ist Dinkel. Das ist ja auch ein bisschen größer. Und dann hoffe ich, dass wir so viel Geld haben, dass wir unseren Abfahrer bezahlen können. Oder vielleicht werde ich das auch gar nicht machen. Dass ich keinen abfahre, sondern selber abfahre. Willst du mal sehen, wie viel das Ganze bringt. Stroh lasse ich dann erstmal gleich hier drauf. Das können wir später holen. Nein. War auch tatsächlich überlegen, so ein bisschen sozusagen zu spielen, machen wir bestimmt auch mal, dass wir sagen, so pass auf, wir haben uns von der Bank einen Kredit aufgenommen, um uns selbstständig zu machen, die vollen 500.000, also wirklich den Kredit hier aufnehmen, war ich tatsächlich am überlegen, das so zu tun, habe mich aber dagegen entschieden tatsächlich. Wobei das eine Spielvariante wäre, die wäre interessant und nicht so unrealistisch. Ne? Aber ich wollte jetzt hier mal durchstarten. Ich wollte ein bisschen Spaß haben mit euch. Gleich schon mal ein, zwei Felder. Weil, wie gesagt, ich habe bei der Alma schon gemerkt, dass denn der Winter sehr lang wird. Und hier hinten haben wir zwar eine super coole Graswiese. Aber ich denke, da kann man denn, wenn wir soweit sind vom Geld her, da vielleicht auch Treibhäuser und sowas hinbauen. Ich sag mal, ich weiß nicht, vielleicht machen wir es. Nee, unten lassen. Vielleicht kriegen wir es ja auch so hin, dass wir irgendwann so viel Geld haben, dass wir umziehen können. Dass wir uns so einen Hof mehr kaufen, noch mehr Rinder hochprügeln. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Dieses Karotten-DLC drauf habe. Ich habe auf jeden Fall dieses neue Stroh-DLC drauf, wo es ja auch diese Primus-Presse gibt, um Strohpellets zu machen. Sehr interessant. Gibt es, ich weiß gar nicht, da gibt es ja so einiges drin, ne? Auch mit Strohballen und so. Weil ich das mit der Primus-Presse echt interessant finde. Die habe ich mal in Real Life gesehen, tatsächlich auf der Straße. Es ist ja ein gigantisches Teil. Und halt auch mal gesehen in einem Video als Vorführer beim Landwirt im MV.
beim Hannes. Ja, ist ja nicht so einfach, das Ding. Ne? Das läuft ja nicht so überall richtig. Ich meine, das ist jetzt auch schon, glaube ich, 2, 3 Jahre her, aber also ich weiß, ich finde es ja einfach faszinierend, was da so okay, war ich sonst die Öffnung nicht normalerweise hier? Aber er kann, oder ist der Topliner hier ein anderer? Er ist ein anderer. Das ist ein anderer Topliner. Den kenne ich überhaupt nicht. Moment mal, Leute. Da müssen wir mal einmal, da muss ich einmal gucken. Da muss ich, haben wir mehrere? Deutzfahrt, Topliner 4090. Gibt es noch einen? Also es gibt bestimmt noch einen, aber hier nicht, ne? Ich kenne den Topliner, den wir sonst hatten, war doch anders, oder? Also das war jetzt der, warte mal, kann man den Standard, Breitreifen? Ne, das ist ja bloß die Reifenvariante. Nein, gibt es mit Sicherheit noch andere Varianten. Natürlich gibt es andere Varianten. Ah, Birke im Weg, Birke im Weg. Außerdem gibt es hier ja ein relativ großes Waldstück auch, wenn ich das mitbekommen habe. Habe ich mir jetzt so noch nicht angeguckt und ich will natürlich auch wieder ein bisschen Forst machen. Okay, wird wohl in diesem Ingame ja nichts. Gehe ich mal von aus. Aber vielleicht gibt es ja auch Schneeaufträge, weil ich weiß, es gibt Schneeflüge hier. Die gibt es schon, das weiß ich. Aber ich wollte die Zeit noch höher stellen wieder, ne? Mal auf 5. So. Wir müssen ja dann gleich noch woanders hin, aber hinfahren. Okay, dann ist das Ding ja mal fertig. Achso. Ja, ich und meine Knöppels, Leute. Ich und meine Knöpfchen. Ich die irgendwie. So, da haben wir unser erstes eigenes Feld auch schon runter. Das ist ja auch Weizen, dann würde ich das mal wegbringen, dass wir auch. Wofür habe ich 776 Euro bekommen? Verkauft er die Milch automatisch? Habe ich das so eingestellt? Kommt da einer und holt die Milch ab? Kommt da einer und holt die Milch ab? Ich weiß es nicht. Wäre das... Guck mal, hier habe ich das alles so drin. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss ich höchstwahrscheinlich. Stroh 2 Liter. Kann das sein, dass einer die Milch abholt, dass ich die gar nicht wegfahren muss? Bitte einmal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst, weil Produktion wird mir hier ja nicht angezeigt. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das Geld gekriegt habe. Weil wir waren auf Null. Ich habe jetzt 776 Euro. Keine Ahnung. So. Dann bleibst du erstmal hier, dann fahren wir das mal weg. Wo müssen wir denn hin? So, wir haben Weizen. Wo kriegen wir denn Weizen? Nee, das wollte ich nicht. So. Weizen, Weizen, Leute. Weizen, Weizen. Wo können wir hinfahren? Kriegen wir das meiste? Hier, Nordermarsch AG. Da ich nicht weiß, Markierung setzen. Weiß, wo die ist. Da unten. Und wir sind da oben. Also das heißt, ich fahre am besten hier rum und dann ganz runter. Oder hier lang, da lang, da. Ja, irgendwie so.
Ei, ei, ei. Weil, wie gesagt, die Helfer stelle ich ein auf 50%. 50% Lohn, also 100% würde ich jetzt nicht machen wollen. Aber 50% schon. Ich glaube, ich stelle mal lieber die Karte ein. So am Anfang, damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss hier ab. Ich glaube, das geht da. Oh shit, mir fehlt ein Frontgewicht. Scheiße. Oh, ich hätte das Frontgewicht. Wer hat das Frontgewicht eigentlich? Wo ist das überhaupt? Oder hast du... Nee, du hast doch ein Frontgewicht dran. Ja, es nennt, das ist kein Frontgewicht, das ist ein Briefbeschwerer. Ei. Da habe ich wieder hier irgendwas nicht angemacht. Schläuche sind dran, alles super. Boah, der geschoben. Da brauchen wir auf jeden Fall was Fettes noch an Frontgewicht. Das müssen wir als nächstes mal kaufen. Was ist das, ein 600er oder was? Muss ich mal nachgucken. War auch mit bei. Habe ich auch keine Aktien drin. Ich fahre bestimmt höchstwahrscheinlich die längste Strecke, die gibt. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wie gesagt, wir können uns noch keinen Helfer leisten. Sonst hätte ich den Helfer dann losgeschickt. Oh, da ist er wieder. Das feiere ich. Ihr glaubt es nicht, Leute. Da sind, kommen echt Kindheitserinnerungen hoch. Da war ich, weiß ich nicht. 10, 12, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall noch nicht alt. Ich glaube, das sind die Gräben hier, ne? So, jetzt kommt der Kreisel. Da müssen wir rüber. Ich hoffe ja, dass es im LS, was wäre das denn, 25? Oder wie auch immer, auf jeden Fall sollte noch ein LS kommen. Denke ich aber mal von aus. Hoffe ich ja sehr, dass sie da irgendwie mal was mit dem KI-Verkehr machen. Ey, Leute. Ich finde den so grottig schlecht. Oh, ist echt hübsch hier. Was ist das da auch noch? Ne? Das ist eine Ballenhalle, ne? Oh, halt, warte mal, du musst jetzt vorsichtig sein. Ich gehe mal wieder in die Außenperspektive. Oh, hier schöne Straßen. So, jetzt muss ich mal kuffen. Guck mal, kuffen, ja. Wir kuffen mal eben. Silo, Favorit. Ah ja, guck mal. Da parkt jemand sein Auto. Was soll das denn? Okay, dann laden wir das einmal ab, bitteschön. Juhu, jetzt kommt Geld rein, jetzt kommt Geld rein. Ja, jetzt verstehe ich nicht so ganz, warum er mir das als verdorrt angezeigt hat. Vielleicht gibt es da ja eine kleines Ups-Ding, ja, dass sich da auch irgendwas überschneidet oder so, keine Ahnung. So, 6 Schleifen sind an Bord, jetzt müssen wir mal gucken, da lang fahren. Oder hier rumfahren. Ich probiere mal hier rum, weil das sieht mir eher aus wie ein Radweg. Ah, hier kann ich Sachen einkaufen. Ah, alles klar. Naja, gut, gucke ich ihn an einmal. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Aber der kleine Weg, da könnte ich auch lang fahren. Lass uns mal gucken, lass uns gleich. Wir müssen jetzt zu 83. Da oben ist die 83. Können wir hier lang fahren? Also wir können dann links rum. Ah, ich... Die ist schon echt sehr, sehr, sehr angenehm. War der Kollision? Sehr gut. Das finde ich auch geil, wenn Schilder und sowas stehen bleiben. Na, weil ihr wisst es selber, LS und so mit Kollision und so fahren ist dann schon... Die Nummer. Finde ich schon sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Also bis jetzt, muss ich sagen, was ich jetzt so gesehen habe, sehr, sehr schöne Map.
guck mal, hier wäre zum Beispiel einer der Kuhställe gewesen. Mal sehen, ich weiß gar nicht, kann man das sehen? Ja, die Profis sind neu, ihr wisst es ja. Na gut, ist jetzt nicht meiner. Aber hier würde dann angezeigt werden halt die ganze Futtergeschichte, ne? Ist auch hübsch. Wunderbar, doch, das ist auch hübsch. Gefällt mir. Also wie gesagt, das wäre der andere Hof noch. Aber es, ich will nicht sagen, es wird zu groß, ist nicht. Aber der andere wirkt ist kleiner, aber ein bisschen. Wirkt ein bisschen luftiger, sagen wir es mal so. Eigentlich hatte ich Bock auf die Galgenberg, aber na, irgendwie doch ja nicht. Ah, schwierig, ist echt schwierig. Aber was soll's. So, vergnügen wir uns hier mal ein wenig auf der schönen Nordermarsch. Bin ich noch auf Kurs eigentlich? Die Strecke ist bestimmt auch schon wieder viel weiter, als ich dachte. So, da könnten wir dann gleich mal gucken, eventuell, ob ich dann tatsächlich schon einen Abfahrer einstelle. Was ist das hier? Ah, Biogas. Da unten bin ich. Ich bin da und ich will aber eigentlich dahin. Okay, dann fahre ich ja völlig beknackt. Korrekt? Ja, tust du. Ich weiß nicht, ob ich hier durchfahren kann. Kann ich nicht. Ja, jetzt ist eh egal, ne? Muss ich da. Also völlig. Ja gut, fahren wir ein bisschen und gucken uns die Gegend an. Per Fahrt. Schauen wir uns die kleine hübsche Map an. Und guck mal, da fährt sogar ein Schiff. Da ist Wasser. Was ist auch mal eine schöne Kartenbegrenzung. Ist wieder mein Flieger. Ich glaube, sah man den Flieger? Da ist er. Da, ja. Okay, so tief sind die Kurken nun nicht geflogen. Doch, sind sie auch. Sind sie auch zum Teil. Geil. Also, meine persönliche Meinung, wie gesagt, hat aber auch Kindheitserinnerung. Ich kann auch nicht vorher mal abbiegen, ne? Nee. Na gut. Segelboot. Jetzt geht's Richtung Norden. Ja, das nächste müsste Dinkel sein, glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch im Sail mal nachgucken, ob wir da So, warte, ich muss mal kurz anhalten und mal auf die Map gucken. Nee, du musst jetzt schon ganz da hoch und dann gleich die nächste links. Ja, ich mache jetzt hier auch noch keine Blende. Ich möchte gerne mit euch jetzt hier so die ersten 2, 3, 4 Folgen schön gemeinschaftlich hier mal durch. Und dann können wir halt, wenn wir dann so die Map auch schon so ein bisschen kennen und so ein wenig Ländern fahren, dass wir halt solche langen Wege halt nicht haben. Ne? Weil wir fahren und dann ist die Folge gleich wieder rum. Aber im Moment denke ich, möchte ich das schon gerne noch durchziehen. So, jetzt einmal guck mal drauf gucken lieber. Du musst jetzt links. Kannst auch. Rechts spielt keine Rolle tatsächlich. Ich fahre mal links.
wie gesagt, natürlich Aufträge, Lohnaufträge machen wir. War mir auch wichtig, darum habe ich dann auch mich dazu entschieden, einen Düngerstreuer zu kaufen. Also, dass wir auf jeden Fall so einen haben. Ich habe auch nicht den größten genommen oder so. Aber den schon in der vollen Ausführung. Dann. Damit wir halt nicht uns mehr Geräte leihen müssen bei den Lohnern, bei den Lohnaufträgen. Ist ja ganz schön kurvig hier, ne? Also ich habe tatsächlich angefangen, Auto Drive auch selber einzufahren, hab's dann aber gedacht, hab mir dann aber so gedacht, ah, nö. Ich weiß, ich wusste, es gibt welche und der, wie gesagt, von dem ich es habe, ich habe, wie gesagt, ich bin ja gleich in die Folge gesprungen. Ich werde auf jeden Fall gucken und schreib's euch dann oben hier einmal an mit rein, von wem das ist. Und ich werde es auch in der Videobeschreibung mal verlinken. Auch die Mods, die ich drauf habe, verlinke ich euch, damit ihr wisst, was ich da habe. So, da ist das Feld. Wir haben es geschafft. Hurra! So. Fahr am besten erstmal hier ran. Ja, ich laufe jetzt nicht zurück. Ich springe. So, mal sehen, was ist, haben wir denn hier eigentlich drauf? Unkraut groß, muss gepflügt werden. Dinkel, erntereif, Dinkel. Alles klaro. Ja, ich werde auf jeden Fall das Mähwerk abmachen und gleich mitnehmen. Da muss der Trecker nicht mitkommen. Kannst du schon mal zusammenklappen? Aber ich glaube, Leute... Nee. Pass auf, wir machen es wie folgt. Wir fahren mit dem alten Mähdrescher auch gemeinschaftlich noch zum Feld. Sprich, solange bis hier die Folge zu Ende ist, sie ist gleich zu Ende, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und machen... hauen dann das Feld runter. So, okay. Ja. Jetzt wäre natürlich so der Fall, jetzt wäre... Oh ja, hier, tatsächlich mit Radgewichten habe ich den genommen. Jetzt wäre natürlich so der Fall, jetzt könnte man natürlich hinten bei dem anderen Feld schön dreschen lassen und abfahren. Und hier könnte man schon mal schön die Heuballen fertig machen. Strohballen. Das ist natürlich eine ganz geile Sache. So, ich musste... gespeichert, alles klar. Ich musste... Wo war ich jetzt? Ich war da. Dann heißt das, ich muss runter und dann da lang und dann hier lang. Nein, da lang. Hier mit dem Straßen. Ich glaube, hier sind auch noch Straßen. Ne? Die sind bloß nicht so gut eingezeichnet. Ich muss auf jeden Fall dahin. Ja, dann hier unten auf jeden Fall links. Links. Ja, dann drehst du einmal auf dem Feld, würde ich sagen. Mach mal bitte hier den Warnblinky an. Dann tingeln wir ganz gemütlich runter. Und dann hole ich euch, wie gesagt, morgen auf dem Feld ab, wenn es heißt Dinkeldreschen. Park seht ihr, und jetzt weiß ich gar nicht, kann man aus Dinkel Dinkelstroh machen? Oh, ich mach's einfach mal. Ich mach einfach mal Dings und dann sehe ich das ja. Ob die Presse das macht, ich habe keine Ahnung. Kann man Dinkelstroh machen? Du musst es mal einsteigen. Du siehst ja gar nichts so.
Ist aber auch eine lahme Stufnase hier. Ne? So, meine Lieben. Ich fahre jetzt mal runter bis zum Feld. Wo bin ich? Ich bin da oben. Und du musst wohin? Gleich links. Okay. Wie gesagt, ich hole euch denn morgen da ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann morgen. Also, schönen Dank fürs Zusehen. Euer Mahu. Ciao. Wir brauchen Geld für den Helfer.